Hallo liebe Leute, ich bin neulich angeschrieben worden von einer Firma, die verschiedene Keyboards rausbringt, mit der Frage, ob ich das Instrument, eins der Instrumente testen und vorstellen würde. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Ich kann natürlich nicht dafür garantieren, was ich dazu dann sage. Ich teste es und gebe dann meine ehrliche Meinung. Und hier ist sie. Die Firma heißt anscheinend MQ. Keine Ahnung, noch nie davon gehört. Und das ist das größte und teuerste Keyboard, was sie haben. Kostet knapp 100 Euro. Und ja, ich wollte es einfach mal testen und stelle euch das jetzt vor. Letztendlich auch unter dem Aspekt, was für ein Instrument solltest du dir zulegen, wenn du ein Tasteninstrument lernen möchtest. Ich habe dazu ja schon ein relativ ausführliches Video gemacht zum Vergleich Klavier gegen E-Piano oder Digitalpiano und Keyboard. Was sind die Unterschiede? Was sind die Vor- und Nachteile, um dir zu helfen, dich zu entscheiden? Das Video verlinke ich dir gerne auch in den Informationen nochmal. Und hier, heute geht es mir jetzt eher darum, worauf achte ich bei der Qualität. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich jemand bin, der immer sagt, fang an, egal was du zur Verfügung hast, das einfachste, schrottigste Instrument ist für den Anfang erstmal besser als nichts. Und da stehe ich auch total zu. Ich sage ja, selbst mit einem Tablet und einer kostenlosen Piano-App kannst du schon anfangen zu spielen. Das heißt, bevor ich auch nur einen einzigen Ton auf diesem Keyboard spiele, wenn du irgendein Keyboard zur Verfügung hast oder ein Tablet mit einer Piano-App, dann starte ruhig damit. Starte damit. Du kannst da nichts falsch machen in dem Sinne. Sich nachher verbessern kann man immer mit dem Instrument. Aber wenn du kein Instrument hast und die Frage ist, was legst du dir zu, dann dafür ist jetzt dieses Video, um dir da einfach auch nochmal so ein bisschen zu helfen, die Ohren zu öffnen. Ja, also mein E-Piano, da fragen übrigens auch immer mal wieder Leute nach, das ist von Roland und heißt FP7, ist schon 15 Jahre alt, nicht mehr zu kaufen, schon lange nicht mehr zu kaufen, weil der Elektronikmarkt ja einfach sehr schnelllebig ist. Aber ich bin damit immer noch sehr zufrieden. Die drei Hauptkriterien für die Qualität eines Instruments sind einmal die Tastatur, der Anschlag, wie gut sind die Tasten gewichtet, gefedert, lassen sie sich unterschiedlich laut und leise und mit Ausdruck spielen. Ja, und das ist hier bei meinem Keyboard, wenn ich sie wenig anschlage, kommt ein ganz leiser Ton. Wenn ich sie fester anschlage, wird der Ton immer lauter. Das ist die sogenannte Anschlagsdynamik. Das hat ein billiges Keyboard zum Beispiel nicht. Hier ist es egal, wie fest oder locker ich auf die Taste haue, der Ton ist immer gleich laut. Das ist ein Unterschied. Zusätzlich zu der Anschlagsdynamik gibt es dann auch noch die gewichteten Tasten. Also das heißt, dass die Tasten von einem E-Piano oder Klavier ein bisschen oder deutlich schwerer zu drücken sind, weil sie einen Widerstand haben. Und dadurch kann man viel besser mit dem Ausdruck spielen. Als hier, wo die Tasten nur durch so eine Feder auch wieder hochgedrückt werden und einfach ganz schwierig, das ist da mit was, ja, einen vernünftigen Ausdruck hinzukriegen. Das ist der erste große Bereich, Tastatur. Der zweite Bereich sind natürlich die Sounds, die Klänge. Ja, die meisten Leute möchten auf ihrem Keyboard gerne auch einen möglichst natürlichen Klavierklang haben. Ist natürlich sehr unterschiedlich und je günstiger das Instrument, desto schwieriger ist das, da einen vernünftigen Sound zu haben.
Das ist, hat natürlich auch was mit Geschmackssache zu tun. Und deswegen sage ich auch, das Beste, bevor du dich entscheidest, ist, dass du einfach verschiedene Instrumente testest und dass du sowohl vom Spielgefühl als auch vom Klang her für dich entscheidest, ob das gut klingt oder nicht. Und eben der Klang liegt natürlich am Sound selbst, also wie der eingespielt ist. Bei guten E-Pianos heutzutage sind wirklich Klänge von echten Konzertflügeln gesampelt und bearbeitet und da sozusagen rein kopiert ins E-Piano, sodass dass es sich wirklich ganz, ganz nah an einem echten ja, mechanischen Instrument befindet. Aber der zweite Aspekt, der einen Sound ausmacht, und das ist auch der dritte wichtige Aspekt für die Qualität unseres Instruments, sind die Lautsprecher, die heutzutage ja wirklich schon viel können. Also da ist mein Piano, was 15 Jahre alt ist, auch schon lange, lange überholt. Deswegen habe ich hier immer noch einen zusätzlichen Pianoverstärker mitlaufen, damit der Sound gut klingt. Aber bei einem guten Instrument heute hat man auch schon gute integrierte Lautsprecher. Das heißt, wenn du was kaufst, in einem Musikladen sind die Pianos ja immer leise, logischerweise, sonst wäre ja immer ein riesen Tohuwabohu, wenn da alle rumklimpern, und immer mit Kopfhörer. Bevor du dich entscheidest für ein Instrument, bitte auch einmal darum, dass du es einmal testen kannst ohne Kopfhörer, dass du auch die integrierten Lautsprecher testen kannst und wirklich den Sound hörst, der aus dem Piano selbst rauskommt. Ja, wenn ich das jetzt hier. Der Sound ist zwar relativ laut, ich kann ihn auch noch lauter stellen, das kann ich aber nicht so, das mag ich nicht machen. Ist zu unangenehm dann. Genau, der ist da, aber er klingt sehr, ja, mechanisch und sehr nach Plastik irgendwie, ne? Ja, so viel schon mal dazu. Also natürlich kann man anfangen, leichte Sachen auch auf so einem Instrument zu spielen. Ich zeige euch das jetzt mal anhand von einem Song, ja, den viele zu Anfang gerne spielen. My Heart Will Go On aus dem Titanic-Film. Dieses Every night in my dreams I see. Einen schönen Klang rauszukriegen. Es gibt bei den meisten Keyboards dann noch eine Taste, Sustain heißt die, die ist fürs Pedal statt dem Pedal. Da klingt die Taste dann noch ein bisschen nach. Also ihr merkt, wenn ihr den Finger wegnehmt, klingt sie nach. Dann kann man natürlich auch mit den Sounds experimentieren. Also für so ein billiges Keyboard, da empfehle ich euch tatsächlich mal eher auf so einen E-Piano-Klang zu gehen. Der klingt meistens besser. Ich guck mal. Was man hier. Wenn ich nur dieses Keyboard zur Verfügung habe, nutzen, weil das schon sich ein bisschen
runder irgendwie anhört. Also da kann man manchmal noch ein bisschen was retten. Grundsätzlich ist es tatsächlich eigentlich so, die blutigsten Anfänger bräuchten die besten Instrumente, weil ein Profi kann auch aus so einem Instrument einigermaßen Musik rausholen. Aber natürlich merkt man immer den Unterschied, dass das ist ja in allem so, ne? Klar, je mehr Geld man zur Verfügung hat, desto höhere Qualität kann man sich kaufen. Es ist nur eben so, dass nicht jeder unendlich viel Geld zur Verfügung hat und man dann manchmal Kompromisse eingehen muss. Aber bevor du 100 Euro für so ein Instrument neu ausgibst, würde ich dir sehr, sehr viel mehr empfehlen, die gleichen 100 Euro lieber für ein gebrauchtes Instrument auszugeben, was sehr viel hochwertiger ist. Und das hörst du ja selbst. Also ich denke, dass dieser Klang einfach nicht auf Dauer befriedigend ist, das hörst du auch, wenn du kein Profi bist. Ja, und folge da einfach deinen eigenen Ohren und deiner Wahrnehmung, deinem Gefühl. Wenn du diese drei, also diese Töne jetzt vergleichen könntest zwischen diesen beiden Instrumenten, allein nicht nur vom Klang her, sondern auch vom Gefühl. Also wenn wir beide Instrumente auf leise stellen, sodass wir keinen Klang hören und einfach nur anschlagen, nur spielen, nur die Tasten drücken, wirst du merken, wie anders sich das anfühlt. Ja, wie viel leichter man sich mit solchen gewichteten Tasten einfach so verbinden kann und das Gefühl hat, hier kann man irgendwie Musik gestalten und nicht nur einfach irgendwie einen Klang produzieren, einen Sound. Ja, deswegen, also ich kann dir natürlich auf gar keinen Fall empfehlen, für 100 Euro ein neues Instrument zu kaufen. Guck, wie viel Geld du zur Verfügung hast und dann guck dich lieber auf dem Gebrauchmarkt um und teste einfach, wie es sich für dich anfühlt und anhört, anhand dieser drei Kriterien: Sounds, Tastatur und Lautsprecher. Wenn du, ja, im Zweifelsfall, wenn du irgendwas zur Verfügung hast, fang damit an und guck dann, wie lange du zurechtkommst, spar in der Zeit ein bisschen Geld, dass du dir dann ein möglichst bisschen besseres Instrument leisten kannst. Dieses Instrument würde ich tatsächlich auch dem Hersteller so zurückspiegeln. Das ist ein Spielzeug. Das kann man Kindern schenken. Hier sind natürlich auch irgendwelche Demos drauf. Oder Rhythmen. Wo haben wir die? Ich habe sie gestern gefunden. Ja, hier kann man natürlich auch selber schlagzeugmäßige Rhythmen hinkriegen, aber es gibt auch so automatische, wie heißen die noch, so Begleitrhythmen, die finde ich jetzt gerade nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Damit kann man ein bisschen rumspielen. Man kann die ersten Erfahrungen damit sammeln, aber Geld dafür ausgeben würde ich tatsächlich nicht, sondern dann eher gucken, ja, mit dem zu starten, was ihr habt. Und dann ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Es müssen keine Tausenden von Euro sein. Ein vernünftiges Anfängerinstrument kriegt man sogar neu schon so ab 300 Euro. Das ist immer noch nicht perfekt vom Klang und vom Gefühl her, aber damit kann man schon mal gut starten und eben erst recht gebraucht. Also da, ja, da würde ich auch immer Mut machen, auch wenn man kein Profi ist und denkt, oh, ich weiß ja nicht, was gut ist oder so. Einfach testen, hören und fühlen. Und dann kriegst du schon ganz gut raus. Also ich würde dann einfach in so einem Fall, wenn du ein gebrauchtes Instrument untersuchst, wirklich mal jede Taste anspielen, ob alle Tasten funktionieren und alle Knöpfe mal drücken, gucken, was so passiert, Lautstärke, ob da alles einfach alles in Butter ist, in Ordnung ist. Und wenn sich das dann für dich gut anfühlt und anhört, dann nimm das ruhig und starte damit. Und je weiter du dann kommst, desto mehr wirst du auch merken, was du brauchst. Und dann kannst du auch ein Gebrauchtes wieder verkaufen und so wieder weiterschauen. Ja?
Oder dich natürlich einfach auch nochmal beraten lassen in einem gut sortierten Musikhaus. Das macht auch immer Sinn. Da sind Leute, die haben auch viel mehr Ahnung als ich jetzt von den einzelnen Instrumenten. Da werden auch jedes Jahr neue rausgebracht. Und da kann ja jetzt jemand, der nicht in der Branche arbeitet, gar nicht up to date sein. Und da kriegt man auch einfach noch spannende Infos zu, welches, oder Hilfestellungen, selber sich darüber bewusst zu werden, worauf will ich achten, was ist für mich persönlich wichtig. Ja, der Vorteil an diesem Instrument ist natürlich, es ist federleicht. Das könnte man super irgendwohin mitnehmen. Es spielt auch man kann Batterien reinpacken und damit am Lagerfeuer spielen. Also wenn es wirklich nur mal für so ein irgendwie ein lustiges, wo es nicht drauf ankommt, dass es ein toller Sound ist, kann man das schon verwenden, aber ich würde es mir nicht kaufen. So viel mein Senf dazu, zum Thema Qualität. Also ganz wichtig, lieber mit was Schlechtem anfangen als gar nicht. Das wäre absolut mein Credo. Ich hätte da keine Angst, dass du was falsch machen kannst, dass du dir irgendwie den Anschlag verdirbst oder so. Natürlich ist der Anschlag mit einem Keyboard ein ganz anderer als mit einem E-Piano, aber da kann man sich schnell dran umgewöhnen. Und es gibt ja auch tolle Keyboards, also auch wirklich gute, hochwertige Keyboards, wenn du eher so in die Richtung Alleinunterhalter gehen willst mit Begleitautomatik und so weiter. Das war das Wort, was vorhin gefehlt hat. Dann kannst du dich auch bei Keyboards umschauen, aber eben auch da würde ich dann lieber gucken, wenn du dir was kaufst, entweder was Gebrauchtes, Besseres oder ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ganz liebe Grüße für heute. Ich bin Elo von Knorre, Musikerin und Musikcoach und will dich gerne auf deinem Weg zur Musik unterstützen. Und starte einfach mit dem, was du hast und dann guck, was möglich ist. Und was sich für dich am besten anfühlt. Du hast Ohren und du hast ein Gefühl. Und das ist das Entscheidende, was du brauchst, um auch dein Instrument zu finden und dann loszulegen. Bin gespannt von dir zu hören. Bis dann, deine Elo.